Hallihallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich dieses, ja, ich sage jetzt mal Design gearbeitet habe, also diese French. Weil mir ist letztens bewusst geworden, ich habe so viel Glitzer und ich benutze es eigentlich nie. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das kannst du, klopfst du alles drauf, was in deiner Farbrichtung da hast. Und ja, ich habe das in Grün gemacht. Ja, ein bisschen Glitzer auf dem Make-up-Gel. Ist mit links gearbeitet. Verzeiht mir. Und ja, ich werde das jetzt auf dieser Hand in Blau arbeiten. Ich zeige euch die einmal. Das ist so ein blaues Glitzer, so größere und kleinere, irisierend. Dann ein ganz feines helles Blau, dann ein bisschen gröberes mittleres Blau, dann die gleiche Körnung in einem Dunkelblau und diese Wunderfolie, da ich sie jetzt mal. Kennt ihr ja bestimmt diese Foliensplitter, weil die machen das richtig cool. Also das haben sie bei dem Grün auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, arbeite ich jetzt einmal mir die French. Die mache ich mit einem Formingel. Das werde ich jetzt nicht mitfilmen, weil sonst glaube ich, brauchen wir ewig, weil Formingel und ich sind nicht so die Freunde. Und ich muss da auch 3 bis 4 Schichten ab und zu machen, weil ich das wirklich hoch haben möchte, weil ich das dann alles schön befeile. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die French gemacht. Ihr seht hier mit einem schönen Wall. Und jetzt nehme ich mir. Das ist ein Metallic Türkis. Ich kann euch nicht sagen, von welcher Firma das ist, weil ich kann es hier nicht mehr drauf lesen. Keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich jetzt mal umrühren, weil das steht schon echt lange bei mir. Ja, ihr seht's. Blau muss jetzt hier auch nicht decken. Das ist nur, damit man einen Untergrund hat, damit das halt nicht durchsichtig scheint oder sehr dünn. So, jetzt nehme ich mir mal einen Pinsel. Und streiche mir das so mal ein bisschen weg, weil der Nagel ist doch ein bisschen länger. Streiche mir das ein. Ich lege das mal, glaube ich, hin. Auch bis hier oben. Und wenn ihr jetzt hier drüber malt, ist gar kein Problem. Kann man nachher problemlos wegfeilen. Also ich schmiere jetzt mit Absicht mal hier oben rüber, ne? Dass ich das euch gleich zeigen kann. Ich trage das auch ganz dünn auf. So, ich habe es jetzt ganz dünn aufgetragen und das lasse ich jetzt einmal komplett aushärten. So, dann wird das abgekleanert, damit ich das gleich mal ein bisschen feilen kann, dieses vollgeschmierte. Dann nehme ich mir eine Feile, die nicht so scharf ist. Und feile mir dann das überschüssige Farbgel weg. So, ich cleane das einmal ab. Und dann seht ihr, habt ihr eine schöne scharfe Kante. Jetzt werde ich einmal kurz das hier so ein bisschen anbuffern und die Seitenlinien einmal kurz nochmal anfeilen. Hoppala. Weil da jetzt noch ein bisschen Gel drauf halten soll. Ich muss mal die Kamera ein bisschen höher machen. So, also es muss jetzt nicht doll. Das ist einfach nur, damit da ein bisschen Feilenspuren drin sind. Dann habe ich mir hier ein bisschen Gel abgefüllt, ein bisschen durchsichtig, also mein Aufbaugel. Werde ich noch ein bisschen was reinpacken.
Weil ihr seht, ich habe hier schon wieder Glitzer im Aufbaugel drin und das ist halt extremst doof. Deswegen füllt euch das lieber ab. Und da ich ja ein bisschen mehr brauche, kann ich da auch ein bisschen mehr reinpacken. So, das wieder wegstellen. Nehmt euch dafür auf jeden Fall einen Pinsel, der für eure Glitzerfarben ist oder für eure generell auf euer Glitzer, den ihr nicht für pure Farben nehmt, weil das Glitzer da rauszubekommen ist manchmal nicht so einfach. So, und dann mache ich einmal hier die Glitzer auf. Seht ihr vielleicht die verschiedenen Blautöne von hell zu dunkel? Hier so was Irisierendes, wie hier. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Nimm mir ein bisschen Gel auf und verteile mir das erstmal auf dem blauen Gel. Das muss auch nur eine ganz dünne Kontaktschicht sein. Also ihr sollt damit keinen Aufbau arbeiten oder das versuchen auszugleichen. Weil diesen Raum brauchen wir gleich, um wirklich schön viel Glitzer drauf zu tun. Und ja, hole ich euch mal näher ran. Ich glaube, ich muss erstmal das Glitzer wegmachen, weil sonst funktioniert meine Kamera nicht so gut. So, ich habe jetzt auch mal das Glitzer aus dem Bild auch rausgenommen, weil sonst stellt meine Kamera so doof. Aber jetzt nehme ich mir ein bisschen Gel auf. Zeige euch das. Und tippe einmal von hell bis mittel, von dunkel und das andere, dieses, was so irisierend ist, habe jetzt erstmal da so eine Mischung drauf. Streich mir das ab und verteile mir das. Also in die Folien bin ich noch nicht reingegangen, da gehe ich gleich erst rein. Ich gehe zuerst in die Glitzer rein. Nimm jetzt wieder ein bisschen was auf. Tauche jetzt mal von der anderen Seite, fange ich an reinzutauchen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil ich kann jetzt das in der Kamera nicht so gut erkennen. Und wenn, dann könnt ihr auch einfach so ins Glitzer nochmal reintauchen in eine Farbe, wenn ihr seht, ja, die Farbe wird da jetzt gut passen. Jetzt sieht das erstmal so aus. Jetzt nehme ich meine Zillette, eine trockene, wische mir meinen Pinsel ein bisschen, obwohl die ist nicht trocken. So, fasse meinen Finger erstmal schön rein und schmier das Glitzer an mein Handy. Oh, schön. Da klappt wieder heute alles super. Ich bin echt begeistert. So, ich nehme mal das und streiche mir meinen Pinsel ab. Und nehme mir jetzt ein paar Folien raus. Und platziere sie ein bisschen auf dem Nagel. Also wenn ihr da nicht gut was rausbekommt, könnt ihr das natürlich auch auf euren Tisch kippen oder auf einen Zettel kippen. Oder es gibt ja auch diese Döschen extra für Glitzersteinchen, wo man das dann reinkippen könnte. Ich gebe es mir jetzt immer ein bisschen auf den Tisch. Na, komm mal her hier ein bisschen. Bitte. Das wäre echt nett. So. Weil so habt ihr dann auch kleine Stücken, die ihr dann aufheben könnt und platzieren könnt, wo ihr wollt. Weil ich finde, so ist es einfacher zu machen, das alles zu platzieren. Ich habe jetzt auch an den Wall was rangelegt. Und ja, jetzt werde ich mal ein bisschen gucken. Da noch ein bisschen was. Dann werde ich von dem irisierenden Glitzer noch ein bisschen was aufnehmen. Und tupfe das ein bisschen einfach drüber nochmal. Weil durch das Irisierende kommt halt dieser schöne Glitzereffekt, also das auch in anderen Farben ist. Und
zeige euch das mal. Jetzt sieht das so aus. Ihr seht, dass da auch was absteht. Das ist gar kein Problem. Deswegen haben wir einen Wall kreiert, damit wir das alles nachher schon einpacken. Jetzt wird das einmal ausgehärtet. Ich gehe einmal hier am Rand längs. Wird einmal ausgehärtet und dann mache ich gleich noch eine Schicht. So, das ist ausgehärtet. Jetzt nehme ich mir von dem Aufbaugel aus meinem kleinen Dampentisch was und platziere das Gel. Es sieht jetzt gerade im ersten Moment viel aus, aber ich verstreiche das wieder. Und schließe damit sowas ein, was da jetzt schon drauf ist. Und dann machen wir gleich noch eine Schicht, weil dann kommt das ein bisschen 3D-mäßiger rüber. So, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Gel auf. Gehe nochmal in die Glitzertöne rein. Gehe hier nochmal ein bisschen drüber. Man kann das natürlich mit allen möglichen Farben machen. Ne, so wie ihr lustig seid, wie ihr Bock drauf habt. Streicht den Pinsel ein bisschen ab, nehmt von dem Irisierenden einmal wieder ein bisschen was auf. Ihr könnt auch die Reihenfolge nachgehen, wie ihr wollt. Ich nehme das Irisierende bloß immer zum Schluss, damit man davon halt am meisten sieht. So, wieder abstreichen. Und weil der Pinsel ja ein bisschen voller Gel ist, ihr seht das ja, das Glänzende, habt ihr da genug Klebefläche in der Hinsicht, um Sachen aufzunehmen. Also erst recht diese dünne Folie. Passt auf, wenn ihr damit arbeitet. Atmet nicht zu doll. Und dann schön platzieren. Ich klopfe da richtig schön viel Folie auf, weil mir die halt so gut gefällt. So, ihr seht, das ist noch ein bisschen Abstand hier. Da werde ich gleich das alles schön mit Gel auffüllen und dann habt ihr auch so einen Aquarium-Effekt, der das dann noch ja, mehr funkeln aussehen lässt. Guck einmal, ob ich irgendwas andrücken kann und dann würde ich sagen, wird das ausgehärtet. So, so sieht es aus. Ich hoffe, ihr könnt das richtig schön erkennen. Ich glaube, so besser, ne? Und jetzt nehmen wir wieder das Gel hier raus und füllen halt das hier auf. Dabei setze ich das einfach hier so an. Wenn es hier ein bisschen drüber geht, ist nicht schlimm. Wir feilen das nachher noch. Und wenn man dann noch merkt, man hat zu wenig Aufbau, kann man immer noch was nachsetzen. Aber achtet jetzt darauf, dass keine Glitzerpartikel auf das Make-up kommen. Und ich finde, durch diesen Aquarium-Effekt sieht das dann halt noch cooler aus. So, erstmal ein bisschen mehr, weil ich habe ja wieder sehr lange Nägel. Ich drehe das mal um. Natürlich, wenn ihr kürzer macht, müsst ihr natürlich nicht so viel Gel nehmen, das ist ja selbstverständlich. So, ich drehe das wieder um, weil das ist sehr viel Gel jetzt hier drauf. Und ziehe mir das so ein bisschen hin und her. Drehe mir das wieder um und kommt gleich in die Lampe und dann mache ich gleich noch ein bisschen Ausgleicharbeiten. So, das ist jetzt ausgehärtet, da ist sehr viel drauf, ihr seht. Ich mache aber immer gerne zu viel, weil ich feiere mir das halt gerne ordentlich. Jetzt sieht das bis jetzt so aus. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Jetzt feile ich das noch einmal schnell und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. So, und das ist jetzt der fertige Nagel. Also ich finde, das sieht extrem cool aus. Moment, ich mache mal das Licht weg. Sieht echt richtig, richtig schön aus. Und es ist echt total einfach gemacht, habt ihr ja gesehen. Und so verwendet ihr dann auch mal ein bisschen Glitzer von euch. An die Glitzerfaulen, so wie mich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und um einen Kommentar, ein Abo und einen Daumen würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!